Nütze die Energie der Sonne, der Zentralsonne und unserer Sonne für deinen persönlichen Aufstiegsprozess. Heute erwartet dich eine Meditation, eine gechannelte Meditation von Amira, die uns letzte Woche versprochen hat, uns eine tolle Übung in Form von einer Meditation zu geben. Doch zuallererst möchte ich dich ganz herzlich auf meinem Kanal Amira Solis begrüßen, die Botschaften der Zentralsonne. Von euch sind Fragen gekommen von den neuen Zuschauern. Wer ist Amira? Was ist Amira Solis? Dazu gibt es ein ganz kurzes Video, wo das erklärt wird. Wir blenden es ein und in einigen Minuten wird das alles erklärt, wie Amira in mein Leben gekommen ist und wie diese Marke, dieser Name Amira Solis entstanden ist. Gut, ihr Lieben, dann möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei den Unterstützern meines Kanals bedanken, der Birgit, der Liselotte und der Sharon. Aber wir legen jetzt sofort los. Liebe Amira, ich bitte dich, übernimm und leite mich an. Auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen und diese Meditation, die euch heute erwartet, wird euren Körper durchlichten und es wird euch eine große Hilfe und Unterstützung sein bei eurem Prozess des Erwachens, bei eurem Aufstiegsprozess. Schließe deine Augen. Atme dreimal ganz tief ein und aus. Mach eine tiefe Bauchatmung in deinen Bauchraum hinein und aus und ein und aus. Stell dir nun vor, wie du auf einer wunderschönen Wiese bist, mit sattem Grün und leuchtenden Blumen. Ein warmer Frühlingstag. Die Sonne scheint angenehm auf deine Haut. Suche dir einen Platz und lege dich ins Gras. Wenn du diese Meditation vielleicht im Frühling, im Sommer wiederholen möchtest, dann versuche bitte, ins Freie dabei zu gehen, vielleicht an einen Sonnentag, dann wirkt es noch intensiver. Und ganz optimal wäre ein Sonnenauf- oder ein Sonnenuntergang. Du liegst nun auf dieser wunderbaren Wiese, und ich bitte dich, deine Hände und Arme auszustrecken und fühle, wie die Sonne beginnt, deinen Körper zu wärmen. Ziehe deine Socken aus, falls du sie noch anhast. Stelle dir vor, wie du barfuß bist und deine Fußchakren, deine Ferse den Boden berührt und deine Zehen nach oben stehen und wie kleine Antennen sich mit der Sonne verbinden. Und über die Ferse bekommst du die Erdung zur Mutter Erde und über deine Zehen, die wie Antennen sind,
nimmst du auch die Kraft der Sonne, die Sonnenstrahlen auf, ebenso über deine Handchakren, die nach oben zeigen, Richtung Sonne. Du brauchst die Hände dazu nicht in die Höhe geben, sie können auch am Boden liegen, aber sie sollen nur der Sonne zugewandt sein, deine Handinnenseite. Auch deine Haare dienen als Antennen und nehmen die Sonnenenergie auf. Deine Haut, dein ganzer Körper ist auf Empfang. Und jetzt atme ganz bewusst die Sonnenenergie ein. Stell dir vor, wie diese Energie deine Zellen und deinen Körper reinigt und alles Dunkle über den Boden, über die Erde abfließt. Das hast du nun einige Atemzüge lang gemacht. Setze dich nun auf und du bemerkst, dass es schon spät am Nachmittag ist und die Sonne beginnt nun unterzugehen. Das Licht am Himmel, das Licht, was dich umgibt, verändert sich. Auch die Farbe vom blauen Himmel, es ist jetzt in Farben getaucht. Oranges Licht, rosafarbenes Licht, bis ins Lila gehende. Der Himmel spielt heute alle Farben. Du hast nun deine Augen geöffnet. Deine Fußsohlen haben Bodenkontakt, während du hier sitzt. Und auch deine Handflächen, aber deine Handflächen zeigen wieder Richtung Sonne. Versuche mit deinen Händen die Sonne einzufangen, sozusagen, oder sie vor dir erscheint, so als würdest du sie in den Händen halten, und ziehe sie nun ganz bewusst zu dir mit deinen Händen und tauche ganz in diese Energie ein. Mach das einige Male, so würdest du den Sonnenball einfangen mit deinen Händen und ihn zu dir ziehen über deinen Kopf. Das magst du einige Male, bis du das Gefühl hast, diese Energie, dieser Sonnenball ist nun rund um deinen Kopf. Du wirst ganz mit dieser Energie durchflutet. Du schaust weiter in die Sonne, während du deine eigene kleine Sonne, die du dir geholt hast, rund um deinen Kopf hast. Du atmest gleichmäßig weiter. Während die Sonne
tiefer und tiefer sinkt. Deine Sonne ist aber rund um deinen Kopf, die bleibt erhalten. Der Himmel leuchtet in allen Farben. Und während die Sonne tiefer und tiefer sinkt, bereitest du dich vor auf die letzten Sonnenstrahlen, die nochmals wie so ein Blitz fast herauskommen vom Horizont. Fühle in deinen Körper hinein, wo du Probleme hast, wo du Schwachstellen hast, wo du vielleicht eine Krankheit hast. Bereite dich hier auf diese Körperstelle oder Stellen vor. Und wenn die Sonne dann mit den letzten Strahlen noch einmal ihre ganze Kraft hineingibt, wie Blitze, diese Blitze lässt du nun dort in deinen Körper gehen, wo du Schwachstellen hast, wo du Schmerzen hast, wo du vielleicht eine Krankheit hast. Es ist gleich soweit. Und jetzt kommen die allerletzten Sonnenstrahlen und kommen wie Lichtpfeile in deinen Körper. Und je nachdem, was du brauchst, ob du mehr Energie in einem Organ, in einer Niere, in der Leber oder sonst wo brauchst, wird sie mit den letzten Sonnenstrahlen vollkommen aufgefüllt. Oder wenn es darum geht, eine Zyste, ein Myom, ein Geschwür zu zerstören, dann kommt sie hier rein wie eine kleine Explosion und zerlegt dieses unerwünschte Ding in deinem Körper, entnimmt ihn sämtliche Energien, nachdem es explodiert ist, implodiert ist und fließt nach unten in die Erde ab. Die Sonne ist nun im Horizont untergegangen. Du atmest, bis du wieder ganz ruhig bist. Falls sie körperlich jetzt viel für dich transformiert hat, wirst du eine leichte Unruhe spüren. Das gehört so, das ist gut so. Atme einfach, bis du wieder ganz ruhig und gelassen bist. Diese kleine Sonne rund um deinen Kopf ist nach wie vor da. Diese Sonne rund um deinen Kopf kopierst du nun und gibst du auch in dein Wurzelchakra, sodass du oben und unten so eine kleine Sonnenkugel hast. Du kopierst sie noch einmal und eine dieser Sonnen gibst du nun hier um deinen Herzchakra, Solarplexuschakra. Du hast jetzt drei Kugeln. Eines in deinem Wurzelchakra, etwas auch darunter, so eine große Kugel, die bis in dein über dein Sexualchakra geht, die nächste Kugel Herz, Herz Solar Plexus und die oberste Kugel hast du hier von deinem Kehlkopfchakra, drittes Auge und Kronenchakra. Die berühren sich, gehen ineinander über diese Kugeln. Du bist jetzt bereit, auch die Energie der Zentralsonne voll zu empfangen. Und vor deinem inneren Auge kannst du nun in weiter Ferne auch die Zentralsonne wahrnehmen. Die Zentralsonne da, wo auch ich, Amira, her bin.
und sie wird größer und größer vor deinem inneren Auge. Und diese Alkyone, so wie sie heißt, diese Zentralsonne, schickt nun ihre Strahlen in deinen Körper und auch in deine Kugeln. Sie füllt deine Sonnenkugel vollkommen mit ihrer Energie auf. Spüre, wie sich die Energie der Sonne, eurer Sonne, mit der Energie der Zentralsonne verbindet. Und durch diese Verbindung dehnen sich diese Kugeln aus und werden größer. Sie gehen natürlich jetzt ineinander über. Und du lässt sie so groß werden, bis deine mittlere Kugel deinen gesamten physischen Körper umschließt und die beiden, die untere und die obere Kugel, dehnen sich so weit aus, dass sie auch all deine energetischen Körper umschließen. Also du hast jetzt eine kleine Kugel rund um deinen physischen Körper und zwei große Kugeln, die deinen gesamten Körper mit deinen energetischen Körper umschließen. Und du ladest dir nun in die großen Kugeln, in deine zwei großen, den Innenraum, in den Raum dazwischen, die geometrische Form der Blume des Lebens herunter. Das machst du 7-mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du hast ja jetzt 7-mal die Blume des Lebens in deine zwei Kugeln hereingeladen. In dieser Struktur der Blume des Lebens, auf der Struktur, auf dem Muster selbst, es ist so dein Speicherplatz. Und auf diesen Speicherplatz laden wir nun alle Qualitäten der Heilstrahlen der Zentralsonne herunter. Die Strahlen des Glücks, die Strahlen der Liebe, der Freude, der Wahrheit, der Weisheit, der Glückseligkeit, der Macht. Auch die Balsamstrahlen. Die sind gegen Schmerzen. Die Auflösungsstrahlen, wenn du etwas auflösen möchtest. Die Transformationsstrahlen. Die Strahlen des Mutes, die Strahlen des Selbstwertes, die Strahlen des Selbstvertrauens, die Strahlen des Vergebens, die Strahlen des Unterscheidungsvermögens. Und die Strahlen der Einheit. Du sprichst nun, ich bitte die Strahlen der Zentralsonne in mir und durch mich zu wirken.
damit ich mich an mein wahres Wesen erinnern kann. Bitte durchlichtet alle meine Zellen, Meridiane und Atome. Durchlichte alle meine energetischen Körper, meine Blaupause. Und füllt all meine Chakren mit göttlichem Licht auf. Und unterstützt mich bei allen Heilprozessen in meinem Körper, meiner Seele, meinem Geist, so dass ich mein ganzes Leben auf Liebe, Wahrheit, Weisheit und Einheit ausrichten kann. Ich bitte euch, mich beim Aufstiegsprozess zu unterstützen und mir zu helfen, unterscheiden zu können zwischen Wahrheit und Desinformationen. Du kannst das beliebig erweitern, deinen Auftrag, deinen Wunsch. Du kannst auch ganz genau benennen, wo beide die Strahlen helfen sollen. Und wenn du damit fertig bist, fixierst du diese Energie noch mit den Fixierungsstrahlen, mit den göttlichen Schutzstrahlen und mit dem Unendlichkeitsstrahl, mit dem Auftrag, dass diese wunderbare Energie so lange als möglich bei dir bleiben soll. Und während du noch in dieser wunderbaren Energie ruhst, ist die Nacht vorüber und ein neuer Tag bricht an und die Sonne kommt wieder vom Horizont herauf. Und um diesen Zyklus eurer Sonne abzuschließen, um diesen Prozess in vollkommene Harmonie zu bringen, beobachte auch noch diesen Sonnenaufgang und diese ersten Strahlen der Sonne, diese kraftvolle Energie, die die Sonne mitbringt, wenn sie aufsteigt. Auch diese Energie wird noch in deinem Körper, in deinen Kugeln, die dich umgeben, gespeichert. Diese Sonnenaufgangsenergie, auch die wird jetzt noch integriert, sodass du diesen Erdzyklus der Sonne, diesen 24-Stunden-Rhythmus auch in deinem System abgespeichert hast. Das ist wichtig, da du ja auf der Erde lebst und in Harmonie mit Erde, Sonne lebst. Und wenn die Sonne dann als Kugel wieder erschienen ist am Himmel, der Tag angebrochen ist, nimm noch 3 Atemzüge und dann kannst du die Augen wieder aufmachen. Danke, liebe Amira, für diese wundervolle Meditation. Die hat wirklich gut getan und war sehr schönes. Super, danke, Amira. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir selbst. Und ich habe jetzt noch die Nachricht so im Nachsatz bekommen. Sie wird uns dann noch
in Kürze eine weitere Sonnenmeditation geben, die das noch ein bisschen erweitert oder ein bisschen andere Aspekte noch reinbringt. Gut, für heute, meine Lieben, danke fürs Zuhören und Zuschauen. Besser kann man heute, also Zuschauen kann man heute nicht wirklich sagen, weil wir ja ganze Zeit alle die Augen zugehabt haben, aber wir sehen uns nächste Woche und dann sehen wir uns wieder bis nächsten Mittwoch. Alles Liebe, hab eine schöne Woche, auf Wiedersehen, sagt deine Amira und deine Lydia und sei glücklich!